Nochmal zur Erinnerung, wir haben hier alle unsere Stiefel dabei. Und ihr könnt sagen, welche ich jetzt anziehen soll. Wer ist dafür, dass ich die Wattstiefel trage? Und wer ist dafür, dass ich die weißen Stiefel trage? Und auf jeden Fall ziehe ich noch die Gummihandschuhe an, wie es Wunsch war. Ich bin eben schon mit den Gummistiefeln im Blut getreten von einem Hirsch, der da geschlachtet in der Scheune hängt. Seht ihr, die Gummihandschuhe gehen auch schon kaputt. Ich bräuchte mal neue. Die ziehe ich immer an, wenn ich das Zeckengift auf die Pferde schmiere, auf den Pferderücken im Sommer. Das heißt, seitdem hatte ich sie nicht mehr an. Und ich glaube, hier, der ist schon so kaputt, den kann ich nicht mehr anziehen. Rosa, halt die Klappe. So. Ja, also hier den kann ich wegschmeißen, der ist schon so kaputt. Aber hier den kann ich anziehen für euch. Immerhin habe ich einen, das ist auch gut, weil immer wenn ich hier am Handy rumfusseln muss, dann ist es nicht gut mit Gummihandschuhen. Wechsle ich die Kameraperspektive für euch. Raubfischer, dass du bestätigst, dass alles klappt. Also wir haben die weißen Stiefel. Hier seht ihr, ich habe meine alten gammeligen Gummihandschuhe an, die auch schon kaputt sind. Da. Und hier sind die Wattstiefel zur Auswahl. Und da war ich letztes Mal unten, falls ihr euch erinnert. Okay, da hat wieder was jemand geschrieben. Die weißen Stiefel. Okay, dann holen wir die weißen Stiefel. Einen Moment. Würde er auch sagen. Okay, gut, dann sagen wir das mal so. Die schwarzen sind isoliert, ja, ganz genau. Jetzt haben wir einen weißen an und einen schwarzen. Also die weißen sind nicht isoliert, deswegen sind die schwarzen auch viel besser. Weil die haben eine richtig dicke Sohle. Hier merke ich schon gleich, dass mir die Zehen wegfrieren, aber die sind ja noch nicht so schön warm gelaufen. Da
damit bin ich auch eben ins Blut getreten. Habe ich auch auf dem Stream drauf. Werde ich auf den anderen Aufnahmen noch später rausschneiden. Ich weiß nicht, ob dann da Ton drauf ist. So wie ich gehört habe, war da kein Ton. Das habt ihr mir aber erst zu spät im Chat gesagt. Was schreibt sie? Wenn ihr zu kalt wird, wechsel natürlich wieder. Ja, vielleicht gucke ich auch mal gleich, wie warm die Wattstiefel so sind, ne? Die sind ja immerhin auch eine sehr teure Marke. Aber jetzt putzen wir erstmal die ein. Moin, moin, ja, freut mich auch, dich zu sehen. Wir spielen hier gerade, dass ihr im Chat bestimmt, welche Stiefel ich tragen soll. Und gerade sind, war die Mehrzahl für die weißen Stiefel. Zur Auswahl. Den Stall haben wir schon schön sauber gemistet. Wir haben 0 Grad. Draußen ist kein Matsch, sondern nur Eis. Rosa, sehr lieb. Rosa macht immer Stress. Und die weißen Stiefel an. Ein bisschen nass sind die. Wenn man hier stehen würde, Kamera. So. Okay, alles klar. Jetzt holen wir die Wassereimer und dann hole ich noch ein bisschen Heu und ihr könnt euch in der Zwischenzeit überlegen, welche Stiefel ich noch anziehen soll. Habe ich eine gute Idee. Ich habe gerade gesehen, dass ich neues Heu runterschmeißen muss und da muss ich wieder hoch zum Kadaver und dann könnte ich auch mit den weißen Gummistiefeln durch das Blut laufen. Das wird auch interessant. Das können wir gerade noch mal machen. Kommen wir auch wieder an den Leichnam vorbei. Seht ihr, wie gefroren hier alles ist? Deswegen wir folgen der Blutspur hoch. Ja, Rosa, guck mal hier. So. Hier geht die Blutspur rein. So. Da hängt der Hirsch. Hat einen Schuss ins Bein bekommen, glaube ich. So. Jetzt schauen wir mal, wie das aussieht. Hey, Rosa. Jetzt schauen wir mal. Nein, den habe ich nicht selbst zerlegt. Aber ich will jetzt mal mit den Gummistiefeln ins Blut treten. Ich hoffe, dass ich dafür kein... So, seht ihr es? So. So,
ein bisschen Splatter ist ja auch ganz typisch für so ein Gaming-Portal, wo immer gezockt wird, ne? Also jetzt habe ich Blut an meinen weißen Gummistiefeln. Hirschblut von diesem schönen Tier. So. Jetzt wollen wir aber wieder an die Sache kommen, hier mit meinem blutigen Stiefel. Kommt jetzt auf. Will ich ja jetzt neues Heu reinschmeißen. Rosa, stopp. Erinnert euch an einen Stream, da habe ich... Moment. Ja, da ist kein neuer Kommentar im Chat. Normaler Kleidung in den Fjord gehe und das werde ich dann gleich tun. Ich hole noch gerade jetzt ein bisschen Heu und schmeiß das hier auf euch drauf, damit ihr was zu essen habt, während ihr hier alleine wartet. Heu, jede Menge. Der Stall ist sauber, die Stiefel sind dreckig. Nun ziehe ich wieder meine Lieblingsstiefel an. Und gleich fahren wir noch zum Fjord. Rosa. Oh ja, da ist viel. War das? Ach ja, ich muss noch Licht ausmachen. Einen Moment. Angewiesen habt. Muss er wieder schön in die Ecke stellen. Gell? So. Perfekt. Und dann jetzt nehmen wir die Wattstiefel und dann fahren wir ein Stückchen zum Fjord. Rosa, komm auch mit. Jetzt habe ich sie. Gut, dann fahren wir jetzt zum Fjord und dann ziehen wir da die Wattstiefel. Gut. Bitte da. Ihr habt gesehen, dass hier meine Scheibe schon angefangen hat, wieder zuzufrieren. So, falls noch jemand einen Wunsch hat, jetzt war angesagt, dass ich meine Wattstiefel anziehe. Ich hoffe, ihr seid alle dabei, dass es jetzt schön ist, mit Wattstiefeln in den Fjord zu gehen. Und auch mit normalen Klamotten war der Wunsch. Werde ich ausführen. Ja, guck mal, ich habe ein bisschen bunt an heute, ein bisschen bunte Farbe, bunte Mütze, weil es so kalt ist. Habe ich normale
normale Klamotten an. Rosa, bleib mal hier. Vielleicht so. Gut. Nicht umfallen. Dass ihr mir immer runterfallt hier. Ihr habt es einfach, irgendwann haut ihr mir immer ab. Ich weiß auch nicht warum. So. Jetzt nochmal. Gut. Rosa, komm. Ja, dieses Hundegekläffe gehört einfach. Jetzt bleib doch mal hier stehen. Bleib stehen. So. Rosa, komm. So, die anderen auch. Gut, jetzt kommen die Badstiefel. Achtung, jetzt kommen sie. Guck mal hier, meine Regenhose ist schon wieder kaputt. Schon wieder kaputt hier. Muss ich bald meine andere Regenhose anziehen, weil hier die hat sich schon. Seht ihr es? Hat schon ihren Dienst getan. So, die kommt jetzt rein. So, hier habe ich ein hübsches Badstiefelchen an. Jetzt kommt gleich der nächste. Ich ziehe mal gerade die Kamera unten. Hier, guck mal. Immer noch dreckig vermisst. Jetzt mal. So, ein bisschen ausklappen hier. So. Immer noch dreckig vom Pferdemist. So. Gut. Ihr könnt gerne noch was in den Chat schreiben, wenn ihr noch Fragen oder Wünsche habt. Ne? Jetzt ziehen wir hier die Wattstiefel an. Und jetzt geht's zum Strand. Ich glaube, Rosa hat gerade ein Stückchen Krabbe gefunden. Kommt ihr mit rein? Wer will mit rein?
besser nicht das Handy umschneiden. Oder ist das... Vielleicht noch mal von der Seite. Noch mal ein paar Close-ups. Liegt denn hier ein Autoreifen? Liegt ein Autoreifen drin? Umweltverschmutzung. So, noch eine totale. So. Euch, dass ihr zugeschaut habt. Dann noch mal hier ein Kassack. Ja. Okay. Danke, dass ihr mit dabei wart. Ich verabschiede mich von euch für heute und wünsche euch noch einen schönen Sonntag und macht euch viel Spaß bei all dem, was ihr macht. Ja. Macht's gut. Ciao, ciao.